Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Emma Pixel und wir sind im Goldenen Wald unterwegs. Ich liebe es, ich liebe es. Das Biom ist, ich sag mal, das Biom ist einfach wunderschön und schwer zu erkennen sind wir in Golden Hills Valley. Ich liebe diesen Stall, ich liebe alles drumherum und mir wurde gesagt, hier kann ich Rennen freischalten. Und das werden wir jetzt versuchen. Wahrscheinlich werde ich auch meinen Hauptstall, Stammstall, meinen Stall, wie auch immer, werde ich nach hier versetzen. Denn das ist zwar ganz hier oben, das ist auch super unpraktisch, wenn man mal irgendwie von A nach B will und, ne? Aber du kannst dann von hier unten schön hier die Rennen mitnehmen, ne? Hier Rennen mitnehmen, so, was ja sonst immer so ein Haken wäre. Klar, alles andere ist dann super weit weg, aber ich finde es halt hier super geil und richtig schön. Zur Not kann man auch mal irgendwo hinreisen. Jetzt zur Zeit war Moorland einfach noch so richtig zentraler Punkt. Mittlerweile geht es halt auch hier rüber und halt nach hier oben und auch nach hier rüber. Deshalb, klar, es ist immer noch in der Mitte, aber es ist trotzdem immer umständlich, überall hinzureiten. Deshalb macht es für mich gar keinen Sinn. Also können wir das zusammen machen? Geht das? Wie mache ich das? Gehe ich einfach hier in die Tür und sage so, hallo? Ah ja. Das machen wir einmal. Das. Wow. Okay, ich freue mich. Und da jetzt der Heimatstall auch einmal hier ist, werde ich, was ich in der letzten Folge vergessen habe, mir noch ein Haustier aussuchen. Ja, in meinem Stall ist es richtig voll. Ich habe, ist richtig viel los. So, Haustiere. Welches Tierchen nehmen wir denn dafür? Ich hätte. Da passt natürlich immer. Die Katze ist auch einfach nur Zucker. Die passt auch sehr gut. Den finde ich auch einfach fantastisch, ne? Auch der würde passen. Ich glaube, ich würde. Ich finde den zwar irgendwie niedlich, aber ich weiß nicht. Oder einfach die Hexenkatze? Also am besten hat mir jetzt wirklich immer noch die gefallen. Ich glaube, ich nehme sie mit. So, und dann habe ich hier noch eben ein Teilchen gekauft von der Ausrüstung. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer Schrank aussieht. Ich brauche das geordnet, weil sonst bin ich lost. Richtig lost. Ich brauche das. Das sind jetzt alle, die ich, das sind die, die man alle so am Anfang bekommen hat oder die ich am Anfang zusammen gekauft habe. Also so die eher weniger tollen Sachen. Das sind jetzt hier die Sachen, die ich jetzt hier zum Beispiel hier von Halloween und auch hier hinten alles von Halloween. Das auch. Und hier, das ist von, von wo war das denn? Ach, vom Bazaar. Die Sachen, die ich so toll fand, die kommen auch noch zum Einsatz. Ja, und die zwei Teile haben wir hier auch schon gesehen. Also ja, ich bin da sehr geordnet, habe auch immer meine Sachen so beisammen, wie ihr das hier seht, so halbwegs. Da bin ich jetzt noch nicht so ganz fresh mit drin, aber ja. Genau, so sieht das einmal aus. Und meine Katze ist dabei. Hier sind meine süßen Pferdchen. Freue mich. Da sind auch einfach mittlerweile, weil ich jetzt so viele magische Pferde habe, kaum noch andere, ne? Die einzigen magischen, die nicht magischen Pferde sind hier hinten in den vier Boxen, die ich vom Bazar habe. Das ist schon krass, ne? So. Das war's mit dieser Folge. Kleiner Scherz. Genau, wir wollen jetzt mit ihr hier reden, weil ich kann mit sonst niemandem reden. So traurig aber war. Halte die Küste sauber. Ich muss dich um Hilfe bitten, Amber. Leider wird vom Meer immer mehr Abfall angespült. Nicht nur, dass unsere Strände dadurch ihren Reiz verlieren, es ist auch gefährlicher für die Pferde, wenn sie im vollen Galopp den Strand entlang reiten. Sammel den Müll am Strand und komm zu mir, sodass ich dich bezahlen kann. Das hört man doch gerne, oder? Danke, Amber. Es wird immer mehr Abfall angespült. Das war also nicht das letzte Mal, dass wir das machen müssen. Stelle Rettungsringe auf. Hier im Goldblattstall kümmern wir uns nicht nur um die Pferde, sondern wir wollen auch, dass sich die Menschen sicher fühlen. Viele wollen gerne an unseren schönen Stränden schwimmen, aber es gibt gefährliche Strömungen. Ich habe soeben eine Lieferung mit Rettungsringen aus Fort Pinter bekommen. Kannst du diese zwei auf den Brücken und auf der westlichen Seite aufstellen? Kein Problem. Gut, jetzt können sich die Schwimmer sicher fühlen, wenn sie schwimmen. Die verlorene Geldbörse.
Jetzt brauche ich wieder deine Hilfe. Kannst du uns helfen, etwas Evas Geldbörse zu finden, die sie verloren hat, als sie unsere Geländestrecke inspiziert hat? Eva oder Eva ist unsere Wettbewerbsbeauftragte und sie würde sich sehr freuen, wenn jemand ihre Geldbörse finden würde. Sie glaubt, dass sie sie im Wald nördlich von unserer Koppel verloren hat. Falls du sie findest, gib sie Eva zurück. Na, das mache ich doch gerne. Und dann kann sie mir im Gegenzug die Rennstrecken zeigen. Das finde ich fair, oder? Aber gut, dass sie weiß, wo sie die verloren hat, ne? Dann hätte sie sie auch einfach selber wiederbringen können. Aber dann, ja, wären wir halt nicht so cool. Das ist ja normal. Oh, danke, wie nett von dir. Ich bin so froh. Ist die Wettbewerbbahn benutzbar? Weißt du was? Frag Eva, ob die Geländestrecke fertig ist. Sie ist noch nicht mit der Frühlingsinspektion fertig, da sie nach ihrer Geldbörse suchen musste. Aber jetzt, wo du sie gefunden hast, kannst du die Strecke sicherlich nutzen, wenn du sie fragst. Gerne. Ja, also Amber, die Geländestrecke hat den Winter gut überstanden, aber sie muss noch einmal inspiziert werden, bevor sie geöffnet werden kann. Vielleicht willst du die Bahn für mich inspizieren? Es muss nur sicher sein, dass die Hindernisse in Ordnung sind und kein Müll auf der Bahn liegt. Ich habe dir auf der Karte markiert, wo die Hindernisse sich befinden. Viel Erfolg. Ja, klar. Ja, dann fangen wir doch gerne mal an. Ne? Achso, wir fangen hier vorne natürlich an. Also quasi muss ich jetzt einmal die Strecke entlang laufen und gucken, ob alles okay ist. Und das mache ich auch nicht automatisch. Okay. Wir sind soweit, mein Lieben. Die Strecke schien also im guten Zustand zu sein. Schön. Dann können wir sie bald probieren. Ich muss nur noch schnell meine Nachkontrolle machen. Das heißt, wir können die erst morgen freischalten. Schade. Okay. Ich überlege mal schnell, wo wir weitermachen. Mir wurde erzählt, dass auch hier an den Koppeln Rennen stattfinden. Beziehungsweise man trainieren kann. Und ich wusste das überhaupt nicht. Also klar, es bietet sich ja an, ne? Aber selbst mit dem alten Account war ich noch nicht hier. Okay. Du bist Amber, richtig? Ich habe schon von dir gehört. Und das muss Nature. Und das muss Nature Orb sein. Jetzt guck doch nicht so überrascht. Ihr beide habt einen ganz schönen Ruf als Duo auf der Koppel. Ich würde euch gerne mal in Action sehen. Kennst du dich mit der Arbeitsreitweise aus? Bei dieser Disziplin steht die Zusammenarbeit zwischen Pferd und Reiter im Vordergrund. Während ihr eine Hindernisstrecke erarbeitet, die von der traditionellen Arbeit zu Pferd auf einer Ranch inspiziert wurde. Was mir an der Arbeitsreitweise am besten gefällt, ist, dass jeder mitmachen kann. Dein Pferd muss sich nicht bewegen wie ein Tänzer oder springen wie ein Panther. Solange es dir vertraut, könnt ihr euch an all die verschiedenen Hindernisse wagen. Die Arbeitsreitweise teilt sich traditionell in drei oder vier Einzeldisziplinen auf. Aber derzeit biete ich einen Testlauf im Speedtrail an. Das ist meine Lieblingsdisziplin. Ihr werdet die verschiedenen Hindernisse überwältigen müssen und das auf Zeit. Auf Zeit. Bist du bereit für den Speedtrail-Versuch? Uff, hört sich ja interessant an. Bin mega gespannt. So, ich bin gespannt, was mich denn jetzt hier erwartet. Wahrscheinlich ein ganz normales Hindernis, oder? Oh. Scharfe Kurve. Oh, noch eine scharfe Kurve. Und noch eine scharfe Kurve. Oh, Punktabzug wegen Umstoßen des Pollers. Oh. Können wir auch einen Trab machen, oder?
über eine Brücke. Wie ich mich konzentriere. Achso, jetzt ist es doch noch vorbei. Okay, cool. Ist ja mal was anderes, ne? Gar nicht mal so schlecht. Du kannst es gerne jederzeit noch einmal machen und versuchen, deine Zeit zu verbessern. Und hier hat es auch gleich noch eine zweite. Es ist an der Zeit für eine neue Herausforderung. Findest du nicht? Ich möchte euch aber warnen. Die engen Kurven tauchen fast wie aus dem Nichts auf. Da braucht man wirklich flinke Hufe. Ich glaube, für sowas wären Araber gut, ne? Die sind sehr agil. Ich glaube, ihr solltet nicht so durchstürmen. Da reite ich 30 Mal dran vorbei, sagte sie und beschleunigte. Dem traue ich nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Schweine. Bisschen Beryl dabei. Ist auch cool, ne? War jetzt auch noch nicht. Sehr cool, sehr cool. Wie ich schon gesagt habe, diese Herausforderung ist etwas kniffliger als die andere. Du kannst das gerne mal wieder versuchen. Sehr schön, das freut mich sehr. Alles klar, meine Lieben. Und zwar sind wir jetzt in Moorland. Und ebenfalls ein Tipp war, danke Shoto nochmal dafür, dass es hier eine Quest gibt bei Tan oder Loretta. Tan hat schon seit Ewigkeiten bei mir noch eine Quest und die machen wir jetzt. Hallo Ember, du, ich muss dich was fragen. Hat Loretta dir von dem Gespenst erzählt, das auf der verlassenen Farm sein Unwesen treibt? Genau, die oben bei Nilmas Hochland. Du wusstest bereits davon? Okay, sie hatte vielleicht noch keine Zeit, mit dir zu reden. Also warum ich frage, ist, weil Loretta und ich zuvor über Geister gesprochen haben. Und sie erzählt, dass es da oben spukt. Aha, also nicht, dass ich an Geister glaube oder so. Ich meine, wer tut das? Ich? Vielleicht ein Fünfjähriger. Haha. Naja. Ist ja, da spalten sich ja auch die Geister. Gut. Also wie gesagt, nicht, dass ich an Geister glaube, aber Loretta hat erzählt, dass sie ihre warmen Reithandschuhe da oben auf der Farm verloren hat und ich habe versprochen, sie zu holen. Weil ich ja nicht an Geister glaube, im Gegensatz zu ihr. Aber also irgendwie, ich weiß auch nicht, warum soll ich jetzt ausgerechnet dahin reiten? Du siehst nicht so aus, als ob du gerade viel zu tun hättest, Amber. Kannst du nicht hinaufreiten und nachsehen, ob du etwas findest? Und gib Bescheid, wenn du einen Geist siehst. Okay, also hat sie auch anscheinend Angst. Also das ist ja wirklich so, bei dem Thema spalten sich die Geister. Ich glaube einfach, dass es Leute gibt, die Geister sehen und wahrnehmen können. Und es gibt einfach Leute, die diese Hochsensibilität nicht haben. Wobei Hochsensibilität auch nochmal ein anderes Thema ist. Aber ich glaube einfach, dass die diese Dinge einfach nicht empfangen können. Dass es Leute gibt, die das können. Und deshalb gibt es diese einen Extremen und diese anderen Extremen. Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Glaubt ihr an Geister? Oder sagt ihr auch, nee, das ist Humbug. Das ist nur eine Märchengeschichte. Oder aus vergangener Zeit irgendwelche. Irgendein Kladderadatsch. Ich persönlich glaube an Geister und ich weiß auch, dass es sie gibt. Aber wie gesagt, ne, da ist jeder selbst zu eingestellt und ja, da, das Paar Handschuhe habe ich gefunden. Auf, zurück. Warte, das sind doch Lorettas Handschuhe. Du hast sie auf der Farm gefunden, sagst du? Dann stimmt es wohl, was sie gesagt hat. Entschuldige, Amber, hab nur laut gedacht. Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich glauben soll. Loretta hat erzählt, dass sie die hier verloren hat, weil sie vor einem Gespenst geflüchtet ist, aber ich habe geglaubt, dass sie nur Spaß macht, mich nur erschrecken wollte. Als ob ich auf sowas reinfallen würde. Puh. Aber andererseits würde Loretta niemals einfach ihre Kleider zurücklassen. Niemand
der noch bei Sinnen ist, würde einfach so ein Kleidungsstück wegwerfen, wenn es nicht total unmodern oder total hässlich war, wäre klar. Okay, pass auf. Versprich, dass du keinem etwas sagst, aber Loretta hat sich in letzter Zeit echt komisch benommen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber sie war einfach seltsam. So wie das mit dem Gespenst oder das sie gesehen hat, nicht mit mir nach Jorvik City fahren konnte. Nee, so wie das mit dem Gespenst oder dass sie gestern auch nicht mit mir nach Jorvik City fahren konnte. Emra, pst, Loretta kommt. Kannst du ihr nicht folgen und herausfinden, was da los ist? Cool, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Na klar, gerne. Also wenn ich könnte, würde ich auch mit einer Hand reiten. Habe ich früher beim Distanzreiten immer gemacht. Weil man da viel mit den Schenkeln lenkt. Also, das heißt, meine Stute ist, wenn ich den rechten Schenkel angelehnt habe an ihre Seite, dann ist sie nach links ausgewichen und so konnte man über ja, Distanzstrecken, über lange Strecken, die man im schnellen Tempo reitet, gut navigieren, weil ja, man brauchte ja jetzt keine super engen Kurven reiten und so, oder wenn, dann hat man das mal zur Not gemacht, aber in der Regel hat das immer ganz gut funktioniert, einfach mit Schenkelarbeit ein bisschen. Und sie war auch sehr spezialisiert auf Stimme. Das heißt, ich musste für schneller oder langsamer Reiten auch gar nichts großartig machen. Sondern, warum steht da eine 3? Okay. Sondern hab dann einfach meine Stimme fürs Parieren benutzt. Durchparieren oder fürs schneller Reiten. Ich komme gerade nicht aufs Wort. Durchparieren ist ja langsamer Reiten. Das schnellere Reiten weiß ich gerade irgendwie nicht, weil dumm. So, da sind wir hier bei Loretta. Sie dreht sich heute auch einfach um. Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay. Was machst du denn hier? Glaubst du, ich bin dumm oder was? Glaubst du, ich merke nicht, dass du mir gefolgt bist oder wie? Oh, okay. Du hast mit Tan gesprochen, oder, Emra? Gib's zu. Ich wusste es. Im Ernst, du darfst Tan nichts verraten. Versprich es. Ich kann nichts sagen, wenn du es nicht vorher versprichst. Okay, danke. Tan hat doch bald Geburtstag und ich als ihre BFF möchte eine Überraschungsparty für sie organisieren. Mir ist die Idee vor ein paar Tagen gekommen, als Tan und ich einen Gruselfilm geschaut haben. Der wirklich gruselig, aber für Tan war er nur so witzig. Nur noch witzig und da hat sie die ganze Zeit über mich gelacht. Ich meine, hallo, sehr erwachsen. Also habe ich was dafür. Als ob ich was dafür kann, dass ich leicht zu erschrecken bin. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass ich ihr eins auswische. Nenne es von mir aus Rache, aber eine ganz ausgezeichnete Rache, wenn du mich fragst. Sie soll nämlich glauben, dass es oben bei der verlassenen Farm spukt. Ach so, dann hat sie dir davon erzählt. Und glaubst du es? Sie braucht wohl noch etwas mehr Überzeugung. Ich dachte, dass wir alles so dekorieren und einrichten, dass es richtig gruselig wird. Dann müssen wir Tan nur noch zur Farm locken. Sie mit dem Glauben lassen, dass es spukt, und dann kann die Party losgehen. Was denkst du, cool oder was? Also magst du mir helfen oder magst du mir helfen? Du willst mir helfen? Toll. Das hier wird die beste Party aller Zeiten. Es ist so nett von dir, mir zu helfen. Ich habe Unmengen für die Party eingekauft und fast alles ist fertig. Uns fehlt nur noch ein Geist, der Schneider Dexten, es fehlt nur noch der Geist, der Schneider Dexten nähen wollte. Ich hätte ja einfach etwas online bestellt. Fühlt sich sicherer an. Aber Justin hat davon geschwärmt, wie toll Dexten ist. Und wenn Justin es sagt, muss es stimmen. Dexton hat mir versprochen, mir eine Bestellung zu schicken, sobald er fertig ist, aber sie ist noch nicht angekommen. Ich hoffe, sie ist nicht irgendwo unterwegs hängen geblieben. Kannst du nach Silverglade reiten und Derek fragen, ob das Paket dort ist? Dann muss ich nicht auf die Post warten. Super. Aber hallo, Amber. Was für ein Glück, dass du gekommen bist. Ich bin gerade dabei, eine kleine Krise zu stürzen. Was für ein Glück, dass ausgerechnet du gekommen bist, Amber. Ich nehme an, du solltest Larettas Bestellung abholen. Uff, stell dir ihre Reaktion vor, wenn sie jetzt hier wäre.
muss mir versprechen, dir nichts zu sagen, aber es gab haufenweise Probleme. Die Lieferung war sowieso schon zu spät dran. Und dann gab es auf dem Weg hierher auch noch einen Unfall. Ein Rad des Lieferwagens hatte sich gelöst und die meisten Pakete sind auf den Weg gefallen. Du brauchst dir keine Sorgen machen, Amber. Niemand wurde verletzt, aber der Paketbote musste seinen Wagen in der Reparaturwerkstatt bringen. Der Stoff, den Dexton für Lorettas Bestellung braucht, liegt wahrscheinlich irgendwo am Straßenrand. Ich würde ja gerne gehen und alle Pakete aufsammeln, aber ich darf das Postamt nicht unbeaufsichtigt lassen. Ich konnte einige hierher bringen, aber nicht alle. Könntest du mir vielleicht helfen, die letzten Pakete aufzusammeln? Danke. Wenn wir uns beeilen, braucht niemand etwas davon zu erfahren. Alles klar. Wir retten die Pakete. Kann mich gar nicht an diese Quest erinnern, muss ich sagen. Vielen Dank, Emra. Puh, jetzt kann ich wieder durchatmen. Einen blauen Blick. Ich werde nur. Das hätten wir. Ich muss den Stoff neu verpacken, weil im alten Karton ein großes Loch war. Jetzt müssen wir nur noch die Daumen drücken, dass der Stoff nicht beschädigt worden ist. Könntest du Jackson das Paket bringen? Danke, ich hoffe, die Verspätung hat ihn nicht zu sehr aus dem Konzept gebracht. Das hoffe ich auch. Liebe das Gebremse bei denen. Also den Stopp. Hallo Amber. Du kommst nie drauf, was für ein Pech ich hatte. Ein Paket für mich? Ja, stell dich doch noch mehr rein. Was ist da sowas? Macht sowas nicht, Leute. Macht sowas nicht. Ich möchte das nicht. So. Danke. Ich dachte, dass meine Bestellung über den hellen Stoff für alle Zeiten verschwunden wäre. Ich will gar nicht an all die schaurigen und enttäuschten Kunden denken. Seufzt. Aber. Huch, was war das denn? Aber auch wenn der Stoff da ist, hilft mir das nicht. Zuvor hatte ich eine Nähnadel, aber keinen Stoff. Jetzt, wo ich den Stoff habe, kann ich meine Nadel nicht mehr finden. Der Schmied, ob er Zeit hätte, mir mit meinen Nadeln zu helfen? Ich denke, er hat wichtigere Sachen zu tun. Wie soll ich überhaupt zum Schmied kommen? Ich kann ja kaum außer Haus gehen, ohne mir ein Bein zu brechen oder mich zu verirren. Ich kann dir natürlich nicht verbieten, ihn zu fragen, aber du weißt, dass der Weg nach Morland lebensgefährlich ist. Es grenzt an einem Wunder, wenn man ihn überlebt und sich nicht an einem der Steine dorthin alle Knochen bricht. Ich hoffe dir nicht zu viel, sonst wirst du nur enttäuscht. Aber wenn du glaubst, dass es hilft, dann sprich von mir aus mit dem Schmied. So, und da sind wir auch schon. Guten Tag, Amber. Wie geht es meiner Lieblingsreiterin denn heute? Nähnadeln für Dexton? War das das? Natürlich kann ich Nähnadeln herstellen. Du weißt, dass ich das kann, Amber. Nur dieser Pessimist Dexton glaubt, die ganze Welt arbeitet gegen ihn. Bevor ich dir helfen kann, muss ich eine andere Aufgabe erledigen. Würdest du wohl so lange etwas Holz für mich sammeln? Wir brauchen ein ordentliches Feuer, um die besten Nähnadeln herzustellen. Vielen, vielen Dank, Amber. Na gut, dann machen wir das doch. Bisschen Holz sammeln. Kann auch entspannen. Danke, dass du Holz für mich gesammelt hast. Nun haben wir genug, um weiterzumachen. Jetzt bin ich soweit. Dexton braucht also neue Nadeln. Was stellt dieser Mann eigentlich immer mit seinen Nadeln an? Er ernährt sich davon, oder? Er braucht quasi alle 5 Minuten eine neue. Brauche deine Hilfe. Wenn ich Nähnadeln von erstklassiger Qualität haben möchte, hilfst du mir? Danke. Kannst du zum Strand hinunterreiten und nach dunklem Jorvik-Bernstein Ausschau halten? Wenn ich den mit dem Erz verschmelze, das ich habe, erhalte ich eines der widerstandsfähigsten Materialien in der Welt. Na klar, das machen wir doch auch noch. Und ich dachte, wir schalten einfach nur eine Reitbahn frei. Ja, dass das so eine lange Storyline wird, wusste ich nicht. Aber soweit ich weiß, habt ihr auch zwischendurch gar nichts gegen etwas längere Folgen. Das ist toll, Amber. Genau das Richtige für Dextons Nähnadeln. Jetzt muss ich, glaube ich, selber mit dran anpacken.
So, dann haben wir alles, was wir für die Nadeln brauchen. Erz mit Bernstein zu mischen ist eine sehr schwierige Aufgabe, zeitaufwendige Aufgabe. Man muss nur eine Sekunde unaufmerksam sein und schon muss man von neuem beginnen. Ich muss mich voll und ganz auf meine Schmiedearbeit konzentrieren. Wäre es also sehr hilfreich, wenn du mir assistieren könntest. Vielen Dank. Ich erkläre genau, was zu tun ist. Wenn du aufmerksam zuhörst, wird alles gut gehen. Bist du bereit? Ja, kein Druck. Folge den Anweisungen. Bin gespannt. Habe ich irgendwas im Inventar? Nein. Hole Holz. Krieg ich hin. Leg das Holz ins Feuer. Da brauchen wir die Spezialhammer. Hammer geben. Kein Druck. Hole Holz. Holz ins Feuer. Nadel abkühlen. Welche Nadel? Die Nadel wieder geben. Oh Gott, das war voll anstrengend. Richtig hektisch. Vielen Dank für die Hilfe, Emra. Schau nur, welche schöne Nähnadeln das geworden sind. Ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Sehr gut. Da, hast du jemals so perfekte gefertigte Nadeln gesehen? Ich glaube, kaum. An denen etwas auszusetzen hat, verspeise ich mein Werkzeug. Ha, du brauchst nicht so zu gucken, Amber. Ich mach doch nur Spaß. Kannst du Dexon diese Nadeln bringen, damit er mit seiner Arbeit weitermachen kann? Danke. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Perfekt. Der kleine Typ hat sogar ein Auto. Oh, neue Nadeln. Das hätte ich mir nie gedacht. Vielen Dank. Dann kann ich gleich damit anfangen. Nicht, dass ich heute damit fertig werde. Komm morgen wieder zurück, dann sehen wir, ob es fertig ist. Alles klar. Er hat wirklich einfach so ein Smart oder sowas. Diese Geburtstagsfeier ist doch ein bisschen aufwendiger, als ich gedacht habe. Aber nun gut, dann machen wir da bei der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da und kommt gerne auf unserem Discord vorbei. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, meine Lieben.